96 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir Grüne haben 2016 das Thema Jemenkrieg hier auf die Tagesordnung gesetzt. Es gibt ein paar Konstanten. Es gibt beispielsweise die beiden, die für die Union bisher geredet haben, die fast in jeder Debatte geredet haben. Und ich muss zugeben, es ist schon ein wenig befremdlich, auf welchem Kriegsfuß sie mit dem Begriff Moral immer wieder in diesen Reden sind. Als wir 2016 anfingen, dieses Thema aufzusetzen, wollte ich mir nicht vorstellen, dass wir 2019 immer noch über diesen Krieg reden. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was für ein Leid in der Zwischenzeit über die Menschen in Jemen hereinbrechen würde. Neue Zahl von einer Gruppe von Nichtregierungsorganisationen, 80.000 direkte Kriegstote, mindestens genauso viele Kinder, die mittlerweile verhungert sind. Und wenn wir über selektive Wahrnehmung sprechen, ich würde mir so wünschen, Herr Pfeiffer, Sie sagen mal ein Wort zur Lage in Jemen. Die Menschen in Jemen leiden unter der Seeblockade. Die saudische Koalition hat sie eingerichtet. Sie leiden darunter, dass alle Kriegsparteien Hilfsgüter veruntreuen. Sie leiden darunter, dass Familien im ganzen Land mittlerweile kein Geld mehr haben, Lebensmittel zu kaufen. Sie leiden unter Cholera. Sie leiden unter Landminen, unter willkürlicher Verhaftung. Sie leiden unter Folter und sie leiden unter Bomben. Das alles ist nicht neu. Das ist alles 4 Jahre alt. Und schuld daran sind in erster Linie die Kriegsparteien, und zwar alle. Die Houthis und die Iraner auf der einen Seite und die Regierung Jemens und Saudi-Arabien, VAE und die Affiliierten auf der anderen Seite. Bei dieser Tragödie stellt sich doch die Frage, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um dieses Leiden zu beenden? Ich habe diese Frage von diesem Platz aus ganz oft gestellt und nach 4 Jahren muss ich weiterhin feststellen, nein, Deutschland tut das nicht. Stattdessen gibt es den Eiertanz der Bundesregierung. Koalitionsvertrag, keine Waffen mehr an die Staaten, die beteiligt sind am Krieg in Jemen. Dann wird weiterhin für Hunderte von Millionen genehmigt, allein an Saudi-Arabien. In den letzten 12 Monaten ist alleine an Staaten dieser Koalition, die nicht Jemen oder Vereinigte Arabische Emirate sind, 128 Genehmigungen erteilt worden für Waffen. 128. Und dann gibt es dann irgendwie, nachdem man sich ganz viel gewunden hat, einen Exportstopp mit Schlupflöchern, die so groß sind, dass Patrouillenboote durchschwimmen können. Dann gibt es einen zweiten Exportstopp. Dann aber nur für Saudi-Arabien und nicht beispielsweise für die Vereinigten Arabischen Emirate. Und jetzt geht es weiter, indem man sagt, naja, machen wir es über Frankreich und Großbritannien. Und es gilt ja auch im Übrigen nicht dann einen Stopp für Ersatzteile für die Flugzeuge, die genau diese Bomben über Jemen abwerfen. Das ist schlicht beschämend. Und dann twittert Karl Lauterbach für die SPD, wir haben uns durchgesetzt. Und 3 Tage später tauchen schon wieder die neuen Schlupflöcher auf. Das ist schlicht kaum zu fassen. Und das in Zeiten, in denen das Europäische Parlament so oft beschlossen hat und gefordert hat, dass keine Waffen mehr geliefert werden. Gestern beide Kammern des US-Kongresses haben genau dasselbe beschlossen. Und dann kommt auch noch die Bundesregierung, sagt, aber wir nehmen doch sonst keinen Einfluss mehr auf Saudi-Arabien. Ich bete für ihr Seelenheil, dass ihr Einfluss nichts damit zu tun hat, dass 80.000 Menschen dort getötet worden sind, dass Schutt und Asche liegt mittlerweile überall, wo Infrastruktur fürs Leben da ist, dass Hochzeitsgesellschaften, das Flüchtlingslager, das Großbäckereien, das Schulen, das Fußballstadien dort weggebombt worden sind. Und dann wird auch noch behauptet, na, die Saudis, war durch das wir jetzt so zaudern, die Saudis überlegen, den Krieg zu beenden. Das behaupten sie seit 4 Jahren. Es ist schlicht nichts passiert. Und deshalb, wenn Sie schon das Richtige nicht tun, dann hören Sie bitte wenigstens auf mit unerträglichen Ausreden, die bei den armen Menschen in Jemen permanent Hoffnung schüren. Bitte hören Sie wenigstens damit auf. Aber es ist nicht nur die Frage der Rüstungsexporte. Politik, ja, Frau Ritter hat recht. Es gibt so vieles, was man tun könnte. Ich habe gerade eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Was tun Sie denn eigentlich jetzt als Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen? Welche Initiativen gibt es? Es gibt keine einzige konkrete Initiative in dieser Antwort. Keine einzige, die die Bundesregierung macht. Deshalb stelle ich die Frage, warum denn eigentlich diese Bankrotterklärung permanent mit einer überbordenden Rhetorik jetzt tatsächlich überspielt werden soll. Und das werden wir uns einfach weiterhin nicht mehr angucken. Und das werden wir auch den Menschen in Jemen nicht zumuten wollen. Jemen wird lange brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, sollte dieser Krieg demnächst aufhören. Wird wahrscheinlich nicht. Es gibt jetzt eine Kriegswirtschaft, die viele Partikularinteressen geschaffen hat. Der alte Konflikt zwischen Nord und Süd ist so manifest wie sehr, sehr lange nicht mehr. Im Süden wird über Unabhängigkeit diskutiert. Extremistische Gruppen haben sich wieder festgesetzt. Im Übrigen, wir sehen
zum Thema Post-Shipment-Kontrollen und Endverbleib. Wir sehen ja, dass G36-Gewehre bei der Al-Qaida in Jemen sind mittlerweile. All das ist ein weiterer Beleg, ein weiterer Beitrag zur Instabilität in der Region. Da geht es nicht um Moral alleine. Moral ist wahnsinnig wichtig im Übrigen. Da geht es auch um Sicherheit und Stabilität. Aber das alles spielt keine Rolle, weil aus rein geografischen Gründen keine Flüchtlinge kommen. Das ist schlicht beschämend. Wir brauchen eine ganz dringende andere Jemen-Politik, die endlich aufhört mit den Rüstungsexporten, sofort und an alle Kriegsparteien, die dort beteiligt sind. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der